Tausend lassen, ja! Willkommen zu Teil 2 von unserer Aletsch Arena Serie, also aus dem Ischertal. Und Teil 1 habt ihr ja sicher schon gesehen. Wenn nicht, dann verlinke ich ihn euch natürlich nochmal in der Infobox. Da seht ihr dann auch ein bisschen was von der Anreise und eben die ersten Erlebnisse vom Tag. Ist auch super schön. Da sehen wir auch den Aletsch-Gletscher von der Nähe und. Also wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reinklicken. Ansonsten an alle anderen die Frage, wart ihr schon mal unterwegs in der Aletsch Arena? Und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Wir waren überrascht, wie viele Naturtrails dort vorhanden sind. Generell ist in der Schweiz ja so, was nicht verboten ist, ist im Prinzip erlaubt. Allerdings versuchen die Schweizer und besonders dort in der Aletsch Arena die Trails so richtig nochmal zu erlauben. Dann sind sie auch wirklich als Radwege ausgeschildert und dann gibt es auch sicherlich keinen Stress mit Wanderern oder eben Bauern. Und von dem her sind wir hauptsächlich oder so gut es eben ging, nur diese Wege gefahren, die auch tatsächlich nochmal explizit erlaubt waren. Und falls ihr schon in der Schweiz wart, schreibt uns doch auch gerne, wie ihr das so gehandhabt habt. Das würde uns brennend interessieren. Nein, Spaß, aber das würde uns tatsächlich sehr interessieren, weil das ja immer so ein bisschen das Thema ist, was ist erlaubt, was nicht, was macht man und womit fährt man am besten. Das ist echt super schön. Jetzt geht's um den See drumherum. Jetzt sehen wir den Gletscher noch mal etwas näher. Vorher waren wir da hinten drin ums Eck. Und ja, jetzt sind wir hier oben. Und einen Glücksstein gibt es. Ah, hinlegen muss. Ah. Lege ich mal zwei hin, oder? So, so. Hier wird fleißig Glück eingekauft. Ja, da ist beschrieben. Seht ihr hier vielleicht, seht ihr die Risse hier?
im Hang hier. Ah ja. Mhm. Das Gebiet ist jetzt am Runterrutschen. Ah, okay. Ja. Aber jetzt sagen wir, die letzten zwei Jahre sind ein bisschen stabil geblieben, aber es gab eine Zeit, dass es fast 70 cm pro Tag hat sich das nach unten verschoben. Hm? Und es hat vorher von unten das Eis und Schnee gesichert und jetzt ja, muss genau, wegschmilzt. Der Gletscher hat den Berg auseinandergedrückt und durch das, dass er jetzt dann nach hinten, nach hoch verschwindet, ist der Druck, der Gegendruck weg. Und jetzt fängt er an, das Gelände fängt an, langsam runter zu fallen, oder? Darum auch die Moosbahn hier oben, die ist in einem Becken drin, da hat man ein Becken gemacht und die Bahn ist da drin, auf Säulen aufgestellt. Und jetzt, wenn der Berg sich darunter bewegt, sind hydraulische Pressen, die oben die Station ausgleichen. Oh, krass. Das ist eine riesen Challenge gewesen für die Ingenieure, was man so gehört hat. Das ist ein Jahrhundertwerk, da die Station. Technisch ein Jahrhundertwerk, so muss man sagen. Diese Bergstation hier quasi. Den Kuhstall haben wir erreicht. Das sieht dann so aus. Genau, das Deftige und das Süße. Alles auch eine ordentliche Portion. Ja, alles, was gesund ist. Ja. Ja, und das ist auch gesund, das ist mit Äpfeln. Und Vanille. Zucker. Und Fett. Ich meine, das ist mit Gemüse. Spricht ja nichts dagegen, oder? Und zu klein. Ja, der war hoch. Gleich auf einen Kissensprung und ja, ein bisschen Angst. Oh mein Gott. Du musst genau gleich ähnlich wie bei einem Drop. Das wäre ein bisschen vorschieben. Droppen kannst du ja, oder? Ja, klar. Und einfach, und wichtig ist, von hier sausen lassen. Oh Gott. Ja? Oh Gott. Okay. Mit Klick wieder alle. Das ist gleich auch schon wurscht. 55 hat er gesagt, ist er. Yeah! Tempo sehr gut und sausen lassen, ja! Ganz zufällig hat der Guide uns gesagt. Nein, Spaß, das ist sein Shop. Wir fahren gerade dran vorbei. Und dann dachten wir zeigen ihn auch mal kurz her. Er hat auch dieses Luftkissen gekauft und da kann jetzt jeder Mann, der hier vorbeikommt, einfach drüber springen sozusagen. Genau, und viel Spaß haben. Ja, mega. Das ist schon super cool. Und bei dir kann man dann sozusagen Fahrtechniktraining, Guiding. Genau. Alles, was das Bike-Herz begehrt. Ah, das bist du, oder? Das werde ich.
Ja, und auch für uns, obwohl wir uns ja natürlich mit Komoot und so schon zurechtfinden würden. Aber wir haben einige Insider-Infos bekommen. Auch ziemlich cool, die Geschichte mit der Wolle und vieles mehr. Das hätten wir sonst halt definitiv nicht erfahren, wenn man ohne Guide unterwegs ist. Also, wenn man in einem ganz anderen Gebiet ist, dann ist es definitiv auch mal wert, einen Tag einen Guide zu nehmen. Gut, dass wir das geübt Wow. Ich bin da. Das ist wirklich auch ein sehr, sehr schöner Weg. Nico auf Abweg! Das kann man so auch nicht bauen. Und Waldboden ist auch immer richtig geil.
Mega, mega cool. Frage: Was machen diese Steine hier in der Hütte? Warum sind die da reingebaut? Nico hat dann die Auflösung für euch am Ende des Videos. Ich gebe euch einen kleinen. Jeder hat von euch schon mal Tom und Jerry geschaut, oder? Warum ist es eingebaut? Yeah. Das ist auch mal was ganz Besonderes. Hier kriegen die Räder eine eigene Gondel. Nico darf aber nicht mitfahren. Da seht ihr, wie sie daherkommen, die Bikes. Schon sehr cool. So habe ich das wirklich noch nie erlebt. Also auf alle Fälle was ganz, ganz Besonderes. Da wir einfach so extrem viel erlebt haben, und vor allem auch mit dem Gondel eben verdammt viele Höhenmeter bergab geschafft haben an einem Tag, teile ich das Video jetzt hier nochmal, weil wir schon wieder fast 20 Minuten voll haben. Und die letzte Abfahrt sowie die Abfahrt von hier ganz oben gibt es dann im nächsten Video. Wir hoffen, es hat euch soweit gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und schaltet unbedingt wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.